Herzlich willkommen zum dritten Vortrag in der Reihe Emeriti erinnern sich von der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Ich bin Ihnen allen sehr dankbar, dass Sie alle hier sind, denn es wird immer mehr. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass die Naturwissenschaftler viel größeres Interesse an ihrer Vergangenheit oder an ihrer Gegenwart zeigen als die Mediziner. Und ich muss mich entschuldigen, dass der Raum nicht groß genug für Sie alle ist. Aber ich würde Sie bitten, dass Sie, wo Sie sitzen und an einem Heizkörper sitzen, dass Sie den abdrehen. Denn jeder von uns generiert gewisse Kalorien. Und auch vielleicht, dass manche von Ihnen, wo so ein Griff an den Fenstern, dass die oberen Fenster aufgemacht werden können, dann kriegen wir auch etwas Sauerstoff. Und dann sind die biologischen Vorbedingungen geschaffen, damit ich Ihnen nun ganz kurz, denn Sie wissen vielleicht alle viel mehr über Herrn Huxley als ich, doch etwas zu Herrn Huxley sage. Als vor nun schon beinahe 12 Jahren die Stadt Frankfurt 1980 Herrn Professor Huxley den Otto-Hahn-Preis verlieh, so war es in Anerkennung seines Einsatzes für die friedliche Verwendung der Atomenergie. Andere Ehrungen waren schon vorausgegangen. 1973 war ihm der Ehrendoktor in Karlsruhe verliehen worden, 1966 war er in die Leopoldina und 1951 in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften gewählt worden. Und ab 1978 war er deren Präsident gewesen. 30 Jahre zuvor war Herr Huxley dem Ruf der Universität Heidelberg auf den zweiten Lehrstuhl für Physik gefolgt und hatte den Aufbau und die Direktion des zweiten Physikalischen Instituts übernommen. Auch im Kernforschungszentrum in Karlsruhe war er von Anfang an beteiligt gewesen und von 1970 bis 1975 hatte er das Karlsruher Zentrum erfolgreich geleitet. Über seine Arbeit während all dieser Jahre wird er uns selbst berichten. Als einen großen Forscher und großen Lehrer bezeichnen ihn seine Kollegen und sehen in ihm einen Mann, der nicht nur richtungsweisend und grundlegend zu seinem Fach beitrug, sondern es auch verstand, die Problematik der Kernphysik zu erläutern und auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Seine Ausbildung hat er sich an der Technischen Hochschule München und der Universität Tübingen erworben. Dort hatte er 1933 bei Hans Geiger promoviert und mit ihm war er auch 1937 nach Berlin gegangen und wurde dort ein Jahr darauf habilitiert. Als im Jahre 1939 Otto Hahn die Spaltung des Urans durch Neutronen über die Chemie erkannte, war Herr Huxley unter den Ersten, die die Uranspaltung physikalisch nachvollzogen. Unter seinen späteren Publikationen sollen hier nur das Schalenmodell des Atomkerns mit Jensen und Süß, erschienen 1951, und die Entstehung, Eigenschaften und Wirkung ionisierender Strahlen von 1960 genannt. Den Kriegsjahren in der Marine folgten 4 Jahre im Max-Planck-Institut Göttingen bei Heisenberg, eine Stelle, die für die Otto Hahn Herrn Huxley als erstklassigen Wissenschaftler empfohlen hatte. Ich zitiere: Im Vortrag und im Umgang mit seinen Kollegen hatte Hahn Herrn Huxley, ich zitiere, überaus klar und anregend gefunden und menschlich als besonders angenehm und liebenswürdig. 47 Jahre später hat sich daran nichts geändert. Herr Huxley, bitte.
Lieber Herr Marx, herzlichen Dank dafür, dass Sie diese Vortragsreihe eingerichtet haben und auch mir die Ehre geben, hier vortragen zu dürfen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, sehr verehrte Damen und Herren, die Entstehung der Physik der Atomkerne kann man in zwei Epochen einteilen. Einmal eine Epoche, die nannte sich Radioaktivität. Sie ging bis 1938, als Hahn die Uranspaltung entdeckte und es sich herausstellte, dass man diese Entdeckung technisch nutzen kann. Plötzlich erwachte das Interesse an den Atomkernen und von da ab nannte man die Physik Kernphysik, doppeldeutig, Physik der Atomkerne und Kern der Physik. Bis zu einem gewissen Grad war sie auch eine Zeit lang Kern der Physik, denn alles drehte sich um die Erkenntnis der Atomkerne. Es mussten die Wirkungsquerschnitte, die Halbwertszeiten, die Strahlenenergien und so weiter gemessen werden, wenn man sie technisch dieses Gebiet beherrschen wollte. Nun, ich kann nicht alles schildern, was zu diesem Gebiet gehört. Ich habe daher die Einschränkung gemacht, wie ich es erlebte oder wie ich die Entwicklung erlebte. Das heißt, ich greife nur diese Teile heraus, die ich persönlich miterlebt habe. Nun, das ist eigentlich nicht die Art der Naturwissenschaftler, so subjektiv zu berichten. Wenn ich es trotzdem tue, will ich einen gewissen Zweck damit verfolgen. Nämlich, ich möchte Ihnen durch das Miterlebnis des Entstehens dieses Wissenschaftsgebietes zeigen, dass in der Entwicklung der Physik und der übrigen Naturwissenschaften eine Eigendynamik steckt, die dadurch gegeben ist, dass man ja nicht irgendein wildes Gedankengebäude in die Luft setzt, sondern dass man die Natur, wie sie real existiert, erkennen will. Das scheidet alle Utopien und Ideologien aus. Hat man eine solche Erkenntnis gefunden, dann kann man sie unter Umständen auch technisch nutzen. Nun, um eine weitere Erfordernis ist, dass ein menschliches Gehirn da ist, das genügend auf dem Fachgebiet geschult ist, dass es erkennen kann, wenn irgendwelche Erscheinungen auftreten, die nicht in das bekannte Bild hereinpassen und man nach den Ursachen suchen muss, also etwas offensichtlich Neues da ist. Gelingt es, diese neue Erkenntnis zu durchschauen und in eine kommunikative Sprache, die leider Gottes die nicht allgemein geliebte Mathematik ist, dann ist das neue Gebiet geboren. Nun, es ist schwer, dies zum Beispiel einem Geisteswissenschaftler klarzumachen. Vielleicht kann ich auf diese Frage am Schluss meines Vortrages noch kurz eingehen. Ich habe deshalb eine sehr subjektive Auswahl vorgenommen und ich will mal die so einen kleinen Zeitplan hier anzeigen. Da. So, ich hoffe, dass es scharf gestellt ist und Sie es lesen können. Es fängt an mit der Entdeckung der Radioaktivität durch Becquerel. Und das Gebiet der Radioaktivität geht also bis etwa hierher und von da ab nennt es sich Kernphysik. Hier in diesem Gebiet, etwa 1907, da will ich erzählen, was mir mein Lehrer Geiger erzählt hat, über alles, was sich hier abgespielt hat. Das ist sehr viel. Rutherford hat um diese Zeit hier den Atomkern kreiert. Mein Lehrer Geiger hat bis zu einem gewissen Grad die Voraussetzungen dafür geschaffen. Na, und dann geht es weiter und länger will ich mich aufhalten,
mit der Uranspaltung, die ich hautnah miterlebt habe, weil ich auf diesem Gebiet selber gearbeitet habe. Dann, wenn die Zeit noch reicht, will ich noch kurz eingehen auf die Zusammenarbeit mit meinem Freund Jensen über das Schalenmodell der Atomkerne. Nun, diese Arbeit oder das Schalenmodell der Atomkerne, vervollkommnet von Meyer, Gebhard Meyer und Jensen zusammen, hat dann zu einer Unzahl von physikalischen Arbeiten zur Kernphysik geführt, die ich nicht berühren werde, denn ich wollte ja nur die Entstehung der Kernphysik schildern. Nun, inzwischen ist die Kernphysik weitgehend ausgelaufen und ersetzt durch die Elementarteilchenphysik. Nun, der Grund ist der, die Kernphysik, auch das Schalenmodell, die letzten Geheimnisse sind doch nicht ergründet worden und man hofft, sie über die Elementarteilchen herauszubekommen. Nun, ganz kurz die erste Etappe. Es fängt also an, 1896 mit Herrn Becquerel, der die Radioaktivität entdeckte. Er wollte im Grunde genommen die Radioaktivität gar nicht entdecken, sondern was anderes. Ein Jahr zuvor waren die Röntgenstrahlen entdeckt worden. In dieser Zeit damals beschäftigte man sich sehr intensiv mit dem Wesen des Lichtes. Man wollte es verstehen, fand aber nur Widersprüche, Stichwort Ultraviolettkatastrophe. Max Planck hat dann das Strahlungsgesetz im Jahre 1900 aufstellen können und hat am Schluss seines Vortrages gesagt, was ich hier vorgetragen habe, die Formel gibt alle Ergebnisse richtig wieder, aber trotz der angestrengtesten geistigen Arbeit des letzten halben Jahres ist es mir nicht gelungen zu verstehen, was ich da hineingesteckt habe, nämlich letzten Endes die Lichtquanten. Und ein Phänomen war bekannt und über das glaubte man, das Wesen des Lichtes am einfachsten herauszubekommen, nämlich das kalte Leuchten, die Fluoreszenz. Wenn man gewisse Mineralien unter ultraviolettes Licht bringt, dann leuchten sie auf. Und dann interessierte die Phosphoreszenz, das Nachleuchten. Wir nennen es die Leuchtfarben. Also man bestrahlt sie und dann leuchten sie nach. Und das wollte Becquerel sehen, ob die Röntgenstrahlen so etwas sind wie das Licht, ob es auch dieses Nachleuchten gibt. Nun hatte er von seinem Vater eine riesige Mineraliensammlung geerbt und sich eine Röntgenröhre, die gab es noch nicht zu kaufen, er musste sie also sich irgendwo aus einem Laboratorium beschaffen und hat diese Mineralien nacheinander bestrahlt und dann auf Fotopapier gelegt und geschaut, ob das Fotopapier geschwärzt wird. Und siehe da, er fand ein paar Mineralien, wo das passierte. Und er war hoch erfreut und ging jetzt daran, die Sache physikalisch zu untersuchen. Dazu gehört, die Bestrahlungszeit zu verändern und so weiter. Und da kam die große Enttäuschung, ob er die Bestrahlungszeit null oder beliebig lange nahm, die Schwärzung war immer dieselbe. Und so entstand eben der Ausdruck, nebenbei von Curie dann später geschaffen, diese Stoffe sind strahlenaktiv. Er war der Entdecker dieser Erscheinung, trotz der Enttäuschung, die er dabei erlebte. Das Ehepaar Curie, Marie Curie und Pierre Curie, sie Chemikerin, er Physiker, haben sich für diese Erscheinung interessiert und die Marie nahm natürlich die Substanzen vor und wollte mal sehen, welches Element ist denn das, das diese Erscheinung hat, und sie konnte sofort erkennen, dass es nicht nur ein Element gab, sondern das Polonium und das Radium wurden extrahiert, rein dargestellt, die eine millionenfach stärkere Strahlung zeigten als die Elemente Uran, Thorium. Das wieder faszinierte Rutherford, der sich sofort auf diese Strahlung stürzte und sie jetzt physikalisch untersuchte und feststellte, da gibt es eine Strahlenart, die es durch ein Blatt Papier sofort absorbiert.
und die hat er Alpha-Strahlen genannt. Dann blieb eine andere Strahlung über, da brauchte man schon ein dickes Heft, um sie zu absorbieren, die hat er Beta-Strahlen genannt. Und dann blieb etwas übrig, das nannte er Gamma-Strahlen, und da brauchen Sie schon eine Bleischicht von 5 cm, wenn Sie die Intensität auf 5% herunterbringen wollen. Und das waren die Gamma-Strahlen. Später gab es dann auch noch Delta-Strahlen, ist aber uninteressant in diesem Zusammenhang. Und damit waren eigentlich die Fundamente geschaffen. Und Rutherford fing jetzt an, diese Strahlung näher zu untersuchen. Außerdem wurde mit seinen Mitarbeitern eine große Zahl anderer Stoffe gefunden und schließlich fand man die radioaktiven Familien, konnte alles einreihen. Rutherford interessierte sich sehr für das Wesen der Strahlung. Nun, bei den Beta-Strahlen erkannte man sehr bald, das sind die kathodenstrahlenähnlichen Elektronenstrahlen. Und die stark absorbierbaren Alpha-Strahlen, die E durch M-Bestimmungen haben ergeben, dass das sehr wahrscheinlich doppelt positiv geladene Heliumkerne sind. Nun, wenn das Heliumkerne sind, und Altkerne gab es ja noch nicht, also doppelt positiv geladene Heliumatome sind, nun, er hat sich dann sehr dafür interessiert, dieses Helium direkt nachzuweisen. Und zwei seiner Schüler, Ramsay und Soddy, die fanden, dass in der Tat radioaktive Mineralien eine große Menge Helium enthalten, was wieder dafür sprach, dass die Alpha-Strahlen tatsächlich aus Helium bestehen. Aber so ganz sicher war man sich doch nicht, denn die Menge an Helium, die drin war, wenn man die verglich mit der Zahl der Zerfälle, die auftreten, dann kam heraus, dass die Mineralien 10-mal so alt sind wie die Welt nach Ansicht der Geologen in der damaligen Zeit. Also das war nicht so ganz sicher. Und Rutherford wollte dann immer weitergehen und schließlich kam dann auch noch hier Curie und Laborde, die feststellten, dass ein Radiumpräparat immer wärmer ist als seine Umgebung und die Wärmeentwicklung gar nicht so ohne ist, nämlich das sind 100 kleine Kalorien pro Gramm Radium und Stunde. Nun, schließlich wurde hier im Jahre 1905 auch gleichzeitig von Elster und Geitel, das waren zwei Gymnasiallehrer in Wolfenbüttel, das exponentielle Abfallsgesetz erkannt. Und dieses exponentielle Abfallgesetz wurde dann später von Schweidler genauer untersucht. Und Schweidler sagte, man kann das nur so verstehen, dass wenn ich eine radioaktive Substanz habe, dass dann die Zerfallswahrscheinlichkeit der Atome vollkommen unabhängig ist von der Vorgeschichte. Das heißt, es gibt kein Alterungsphänomen, sondern die Wahrscheinlichkeit für einen Zerfall ist zu jeder Sekunde dieselbe, gleichgültig, ob das Atom nun einige tausend Jahre alt ist oder eben erst entstanden ist. Er hat dann Schweidler die Gesetze der Statistik untersucht. Und viele, darunter auch Geiger, Regener und andere, haben diese Gesetze der reinen Statistik bestätigt gefunden durch die Experimente. Nun, diese statistischen Vorgänge spielen ja in der Quantentheorie eine große Rolle, aber hier wurden sie von der Natur erstmalig vorexerziert. Die von Rutherford und Soddy, aber auch schon von Elster und Geitel wurde die kühne Hypothese aufgestellt, dass diese radioaktiven Erscheinungen, siehe Energieentwicklung, Wärmeentwicklung, wie sie Curie fanden, auf Elementumwandlungen bestand. Und damit war die ganze Clique der Radioaktivität treibenden Physiker in vollkommenen Misskredit geraten, denn gerade eben hatte man sich daran gewöhnt, dass es Atome gibt.
Und man wusste immer noch nicht recht, wie viel Atome bilden ein Mol. Das heißt, die Loschmidtsche Zahl war noch nicht richtig bekannt. Und das war auch sehr lästig für alle Überlegungen, die jetzt angestellt wurden. Und deshalb wollte Rutherford unbedingt die Zahl der Zerfälle von Radium, dessen Halbwertszeit zwar auch erst ein bisschen indirekt bekannt war, denn hat man die Zahl der Zerfälle ganz genau und weiß, wie lang eine Substanz lebt, also die Lebensdauer, dann ist ja die Loschmidt-Zahl ohne weiteres zu berechnen. Nun, sie war der Größenordnung nach durchaus bekannt, aber aus Sedimentationsvorgängen und man wusste nicht so recht, wie das ist. Und die Zählungen, die man machte an Radium, führten zwar in die richtige Größenordnung, waren nicht sehr genau und unterlagen dem Einwand, ihr zählt ja die Alpha-Strahlen nur durch Szintillationen. Szintillationen sind kleine Lichtblitze in Zinksulfid, das mit Kupfer dotiert ist. Und jedes Alpha-Teilchen, so wurde damals eben gesagt, gibt einen solchen Lichtblitz. Die Kritiker sagten, wer sagt euch das? Es kann ja sein, dass es nur eine Kristallrichtung gibt, in der dass der Kristall leuchtet, in den anderen gar nicht. Und ihr habt 10-mal so viele Teilchen und alles ist falsch. Und da sagte sich Rutherford, dann brauchen wir eine andere Methode. Nun, mein Lehrer Geiger war nach seiner Promotion im Jahre 1906 von seinem Doktorvater nach England, nach Manchester geschickt worden und hat dort ein Jahr gearbeitet beim Herrn Schuster, der durch E durch M Bestimmungen an Kathodenstrahlen schon einen gewissen Ruf hatte. Diese E durch M Bestimmungen waren natürlich sehr, sehr interessant. Man wusste ja noch nicht, wie groß E ist, man wusste nicht, wie groß die Loschmidt-Zahl ist und damit das M. Man kannte nur dieses Verhältnis E durch M. Und man wusste also dann, dass die Elektronen etwa 1837 Mal leichter sind als die Wasserstoffatome. Das wusste man schon, aber die Absolutzahlen wusste man noch nicht, weil die Loschmidt-Zahl eben noch nicht bekannt war. Nun, Schuster wurde emeritiert und Geigers Jahr war abgelaufen. Er hatte schon die Koffer gepackt. Da kam ein Herr Rutherford, der sollte die Nachfolge von Schuster antreten und schaute sich das Institut an und Geiger zeigte ihm alles. Und die fanden so viel Gefallen aneinander, dass Rutherford sagte, bleiben Sie doch da und werden Sie mein Assistent. Und Geiger fand so viel Gefallen an Rutherford, dass er sofort einwilligte, seine Kupfer wieder auspackte und weitere 5 Jahre in Manchester blieb. Es waren die erfolgreichsten 5 Jahre sowohl von Rutherford wie von Geiger. Das Erste, was sie machten, Geiger hatte nämlich über Gasentladungen in seiner Doktorarbeit gearbeitet und kannte das Phänomen der Stoßionisation. Und es entstand im Jahre 1908 das, was wir heute den Proportionalzähler nennen. Die Ionen von einem Alpha-Teilchen werden durch Stoßionisation so weit vermehrt, dass man sie mit einem empfindlichen Elektrometer nachweisen kann. Und damit war eine objektive Methode gefunden und die Szintillationsmethode konnte also unter Umständen korrigiert oder bestätigt werden. Und sie wurde bestätigt. Und bei diesen Messungen fand nun Geiger, dass man machte das so, man nahm ein Präparat, dann eine kleine Öffnung und hinter der kleinen Öffnung wurden Strahlen nachgewiesen. Nun zeigte es sich, dass der Rand der Öffnung nicht ganz scharf war. Irgendwelche Strahlen machten also offensichtlich keinen genau geraden Weg, sondern so ein bisschen einen Bogen. Das interessierte Geiger und er erkannte bald, dass diese Ablenkungen sich zusammensetzen aus vielen, vielen kleinen Ablenkungen, die beim Durchqueren der Atome entstehen. Man nennt das heute die Vielfachstreuung
und er fand, dass das gaußsche Fehlerverteilungsgesetz wunderbar erfüllt ist, alle statistischen Gesetze gelten. Aber sein Schüler Marsden kam eines Tages und sagte, also ich sehe da Teilchen, die werden nicht nur um 1 oder 2 Grad abgelenkt, sondern die gehen sogar hinten heraus, also mehr als 90 Grad. Nun, das durfte nicht sein. Und Geiger sagte, Quatsch, ihr habt geschweinigelt, das heißt, das ist die größte Gefahr bei radioaktiven Arbeiten, dass man etwas radioaktive Substanz hereinbringt, wenn sie an den Fingern hängt, dann hat man natürlich immer Strahlen, einen Strahlenuntergrund. Und Marsden sagte empört, nein. Und ich habe ja wirklich alles variiert und Geiger musste sich überzeugen, dass der Marsden recht hat. Dann gingen sie zu Rutherford. Rutherford reagierte natürlich genauso und sagte, ist ja heller Quatsch. Wie kann ein Alpha-Teilchen in einer ganz dünnen Goldfolie um 180 Grad abgelenkt werden? Das ist ja so, wie wenn ich auf Seidenpapier mit einer Kugel schieße und die fliegt dann zurück. Das gibt's nicht. Nun, dann haben Marsden und Geiger gezeigt, dass die Zahl dieser Teilchen von der Schichtdicke abhängt, vom Material abhängt. Und dann musste Rutherford doch an die Sachen glauben, aber man wusste nichts damit anzufassen. Das passte einfach nicht in das Bild herein, das man sich bisher gemacht hatte. Lennart hat beim Durchgang, also einer meiner Vorgänger hier, beim Durchgang seiner Kathodenstrahlen durch Materie bereits gefunden, dass die Atome im Inneren leer sind und nur aus Kraftfeldern bestehen. Aber wenn dem so ist, Lennart glaubte, dass sogenannte Dynamiten so diese Zentren dieser Kraftfelder sind. Und dann Rutherford sagte sich, wenn sowas passiert, dann muss etwas ganz Schweres da sein, sonst kann ja dieses Teilchen nicht zurückgeworfen werden, und kreierte den Atomkern. Und wie Geiger mir sagte, da er sehr faul war im Rechnen und so weiter, hat er einen jüngeren Studenten sozusagen als Übungsaufgabe gegeben, rechne mal aus, wie ein solches Teilchen abgelenkt wird, wenn man annimmt, die ganze Masse sitzt in einem Punkt in der Mitte und eine gewisse elektrische Ladung ist da. Und der Student hat brav das ausgerechnet und es kam eine Formel heraus, das über die Winkelabhängigkeit, 1 durch Sinus zur vierten halber Ablenkungswinkel. Also eine saubere, einfache Formel. Dann ging Rutherford zur Geiger und sagte, also gucken Sie mal nach, ob diese Formel stimmt. Nun, Geiger schaute nach und die Formel stimmte wunderbar. Es war gar kein Zweifel. Nun war natürlich auch, was wir heute die Z-Abhängigkeit, also die Abhängigkeit von der Ladung, die Ladung kannte man ja noch nicht. Aber das hat dann Chadwick gemacht in einer Arbeit, die vollkommen unbekannt ist. Ich weiß nicht, ob es entweder ist sie nicht publiziert worden oder in den Lehrbüchern kommt es kaum vor. Chadwick hat erkannt, dass die Ladung, die man annehmen muss, proportional der Ordnungszahl ist. Heute wissen wir, sie ist identisch mit der Ordnungszahl. Na, und dann wurde schließlich an den Atomkern geglaubt, aber diese Streuung um große Winkel hieß anormale Streuung. Und nur um die anormale Streuung zu erklären, eine so komplizierte Hypothese zu machen, na, das hat keinen Menschen interessiert. Lediglich einen jungen Dänen, Niels Bohr, der vorbeikam, der war da fasziniert von dieser Vorstellung und sagte sich dann, aha, wenn man da so einen positiven Kern hat, die Atome sind ja neutral, dann müssen da genauso viele Elektronen da sein. Und er hatte dann ein Atommodell entworfen mit quantentheoretischen Überlegungen. Er hat das Bohrsche Atommodell gemacht. Und jetzt hatte der Atomkern plötzlich eine Bedeutung gewonnen. Aber es war nicht
die Kernphysik entstanden, sondern die Atomphysik entstanden. Die Spektren konnte man berechnen. Es kam die Schrödinger-Gleichung, die Dirac-Gleichung. Plötzlich war das Atom, das heißt seine Hülle, voll verständlich. Und der Kern, der war einfach gegeben. Kernladung gleich der Ordnungszahl, Kernmasse gleich der Atommasse. Und das punktförmig. Aber es gab natürlich doch so ein bisschen Dinge, die man nicht verstehen konnte. Und zwar war Folgendes. Wenn dem so ist und ein Alpha-Teilchen aus dem Uran kommt, das hat eine Energie von etwa 3,5 Millionen eV. Ja, dann würde das heißen, der Kern ist eben nicht punktförmig, sondern das höchste Potenzial ist 3,5 eV und da rollen die Alpha-Teilchen runter und bekommen ihre Energie. Na, das muss ich ja feststellen lassen. Man geht eben heran mit Alpha-Teilchen, da gab es welche mit 8,6 Millionen eV von einem Thorium-Folgeprodukt und mit denen tastet man mal den Kern ab. Und da stellt sie sich heraus, bei der Energie von 3,5 Millionen MeV, also der Energie der Alpha-Strahlen, die aus dem Uran kommen, ist alles in Ordnung. Das ist ein glattes Potenzial Weiterverlauf bis hinauf zu 9,8 MeV, war also nicht zu verstehen. Nun, Geiger hatte zusammen mit Natal die Geiger-Natal-Beziehung also geschaffen. Das ist der Zusammenhang zwischen der Halbwertszeit und der Alpha-Strahlenenergie. Nun, sie konnten die Energie nicht direkt messen. Man hätte das machen können in Ablenkungsfeldern, aber das wäre zu schwierig gewesen. Viel einfacher war, die Reichweite zu messen. Nun, es gibt eine geigersche Reichweitenformel, nämlich dass die Reichweite der dritten Potenz der Geschwindigkeit proportional ist. So steht es in der Literatur. Geiger konnte man sehr mit dieser Bezeichnung geigersche Reichweitenformen ärgern, denn er sagte, die stimmt ja gar nicht. Die habe ich ja nur so als Faustformel und die kann nur ungefähr gelten in dem Bereich vom Radium herum. Und ich bin damit in Kontakt gekommen, weil ich ja mit meiner Doktorarbeit jetzt nicht nur Alpha-Teilchen, sondern auch Protonen nachweisen musste. Und was setzt man jetzt da für eine Reichweitenformel ein? Nun, zum Glück war Herr Bethe damals der Theoretiker in Heidelberg und Geiger schickte mich dann immer zum Bethe herauf und ich sollte mit ihm diese Dinge besprechen. Und das war der Grund, dass der Bethe dann in dieses ganze Gebiet eingestiegen ist. Leider musste er 33, also das damalige Reich, verlassen, hat aber auf diesen Sachen weitergearbeitet und dieses Problem in Ordnung gebracht. Und die Geiger-Natal, ach ja, ich will mal diese Geiger-Natal-Beziehung, also die stellte Folgendes dar. Ich habe hier aufgetragen den Potentialverlauf, wenn hier der Kern ist, als und ich trage hier das Potenzial auf, das elektrische Potenzial, dann nimmt es hier ab mit 1 durch R. Und Gamow hat sehr viel später im Jahre 28 dann eine Erklärung für dieses Phänomen des Alpha-Zerfalls gefunden. Ich zeige es, weil ich vielleicht nachher noch mal drauf zu sprechen komme. Er sagte, man hat folgenden Verlauf bis an die Oberfläche des Kerns. Und im Innern des Kerns geht das Potenzial weit herunter, denn im Inneren des Kerns hat man Anziehungskräfte unbekannter Art, die die Nukleonen, also die Bestandteile des Kerns, zusammenhalten. Und der Verdienst von Gamow ist folgendes, dass er sagte, ja, wenn ein Teilchen hier innen etwa mit dieser Energie sitzt, kann es klassisch gesehen niemals hier heraus, es müsste ja über den Berg gehen.
Aber die Wellenmechanik erlaubt es, dass es trotzdem herauskommt durch den sogenannten Tunneleffekt. Nun, dieser zunächst theoretische Tunneleffekt wurde bestätigt, nämlich die Geiger-Natthal-Erklärung ließ sich durch diese Vorstellung von Gamow wunderbar erklären. Und damit von Chadwick habe ich schon gesprochen. Also, jetzt hier im Jahre 1919 gelang Rutherford die erste Atomumwandlung. Und zwar stellte er fest, dass wenn man in Stickstoff, es war natürlich Luft, Alpha-Strahlen hereinschießt, dass dann Protonen herauskommen. Und er hat diese Sache richtig gedeutet, dass er den Stickstoffkern umwandelt. 1932 entdeckte Chadwick das Neutron. Nun, dieser Entdeckung sind viele Messungen vorausgegangen. Auch hängen sie hier mit Heidelberg zusammen, das heißt genau mit Bothe. Die Messungen hat er zum Teil noch, als Bothe in Berlin war, gemacht und noch nicht in Heidelberg war, gemacht. Und es zeigte sich, dass da eine sehr durchdringende Strahlung da ist. Und die ist in der Tat auch da, wenn man den Beryllium-Kern mit Alpha-Teilchen beschießt. Wir wissen heute, es gibt die Reaktion, Beryllium, das Alpha-Teilchen gibt Kohlenstoff-12. Der Kohlenstoff-12-Kern ist extrem stabil und da wird enorm viel Energie frei. Und das Teilchen, das freigesetzt wird, ist das Neutron. Nun, 1934 haben dann Scholio und Curie, und zwar das ist die Tochter Scholio, die Irene, nicht mehr die Marie, und Frederik Scholio die künstliche Radioaktivität erkannt und Fermi im nächsten Jahr, dass es die künstliche Radioaktivität am einfachsten zu erzeugen gibt, indem man Neutronen anlagert an ein Element und es zeigte sich, man kann durchs ganze periodische System hindurch künstlich radioaktive Substanzen machen. Nun, diese künstliche Radioaktivität habe ich deswegen mit hier hereingenommen als eine wichtige Etappe, weil ich sie schon ein paar Jahre früher in der Hand hatte, aber nicht erkannt habe. Und das ging so zu. Im Jahre 1930 kam ich zu meinem Lehrer Geiger, also um diese Zeit hier, und begann in die Radioaktivität einzusteigen, wie man es damals immer noch hieß. Meine Arbeit war nach heutigem Sprachgebrauch eine kernphysikalische Arbeit. Ich sollte die Umwandlung des Aluminiums, die Kernumwandlung des Aluminiums durch energiereiche Alpha-Strahlen untersuchen. Nun, die Sache ging nicht so ganz rasch vor sich, sondern in kleinen Etappen. Die Zufälle, die mich also zu Geiger gebracht haben, will ich jetzt nicht im Einzelnen schildern. Es ist eine Reihe von Pannen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und um diese Pannen zu beheben, hat mir mein Münchner Lehrer Zenneck den Rat gegeben, eben zu Geiger zu gehen. Und die Pannen hingen damit zusammen, dass ich an der württembergisch-bayerischen Grenze geboren bin und als Bayer in eine württembergische Schule ging. Und man in Bayern, wie ich frug, ob ich Aussichten habe, in den Staatsdienst mal übernommen zu werden als Physiker. Ich hatte gegen den Willen meiner Mutter, Vater ist leider im Ersten Weltkrieg schon gefallen, das Studium der Physik ergriffen. Und meine Mutter musste nun das Geschäft ihres Vaters sozusagen führen, um die Kinder zu ernähren, war sehr realistisch und ging auf irgendein Amt und erkundigte sich, wie die Aussichten für Physiker sind.
und bekam die Aussicht, das Berufsbild des Physikers gibt es nicht. Und das teilte sie mir mit und dann sagte ich, ja, dann muss ich eben schauen und muss schauen, dass ich also Physiklehrer werde. Nun, in München wurde ich also abgewiesen, hing auch damit zusammen, dass ich mich vielleicht schlecht benommen habe. Mir wurde der Vorwurf gemacht, dass ich in Ulm studiert habe. Und ich habe den Vorwurf gemacht, dass der bayerische Staat eben Neu-Ulm so vernachlässigt und keine neunklassige Schule einrichtet. Und es gab den Rest. Und ich fuhr dann umgehend nach Stuttgart, wurde dort sehr höflich empfangen. Und die holten aus den Akten mein Maturzeugnis und sagten, ja, Sie haben Aussichten. Aber dann sagte ich, aber Sie haben das Zeugnis nicht richtig gelesen. Wieso? Ja, schauen Sie doch, Geburtsort Neu-Ulm. Ja, das ist in Bayern. Ja, das weiß ich auch. Ne? Ja, stört Sie das nicht? Wieso soll uns das stören? Und dann habe ich Ihnen erzählt, was mir in meinem Heimatland Bayern passiert ist. Und von da ab bin ich begeisterter Schwabe, aber kein Bayern mehr. Ja. Ich erzählte das Zenneck und Zenneck schickte mich sofort zu Geiger, denn im Kultusministerium in Stuttgart sagte man mir, es wäre schon schön, wenn Sie das Abschlussexamen im Land machen, dann können wir zurückfragen bei den Leuten. Nun, ich kam zu Geiger, wurde auch aufgenommen und zunächst Herrn Gerzen sozusagen als Ad Latus beigegeben. Nun, Gerzen, der arbeitete über Kanalstrahlen, hatte eine Hochvakuumapparatur, eine Gasentladung, lenkte die Kanalstrahlen heraus und lenkte sie im Magnetfeld ab, machte dann Streumessungen. Ich war fasziniert. Und Gerzen brauchte eine Berylliumfolie. Die konnte man durch Verdampfen nicht machen. Das heißt, man konnte sie schon machen, aber dann hatten sie immer Wolfram von dem Wolframschiffchen drin. Und bei Streumessungen ist natürlich das schwere Wolfram auch in kleinster Verunreinigung schädlich. Und ich sollte mit Kathoden zur Stäubung diese Berylliumfolien machen. Im Handumdrehen hatte ich die Apparatur aufgebaut. Es bereitet mir keine Schwierigkeiten und habe eben die Berylliumfolien gemacht. Dann kam Geiger eines Tages und sagte, ja, also das ist alles recht und gut, das macht jetzt jemand anderer weiter. Für Sie habe ich wieder was anderes und führte mich in das Heiligtum, in das Cheflaboratorium. Und da war, ich sehe es heute noch vor mir, ein Riesenkasten, der hieß der Kindersarg, sah auch genauso aus. Und davor ein kleines Proportionalzählrohr und Geiger führte mir vor, dass man mit diesem Proportionalzählrohr Alpha-Strahlen nachweisen kann, auch in Gegenwart von Gamma-Strahlen und Beta-Strahlen, die in der Umgebung sind. Und sagte, jetzt untersuchen Sie mal die Kernumwandlungen, die bisher nur mit reinen Alpha-Strahlern, das waren Poloniumquellen, gemacht wurden. Und die Kunst bestand darin, dieses Polonium so rein zu machen, dass keine Beta-Strahlen, Strahlensubstanzen dabei waren. Und dann konnte man die Alpha-Strahlen nachweisen. Nun, die Alpha-Strahlen des Poloniums sind sehr energiearm. Und es war vielleicht interessant, dass man andere Elemente umwandeln kann mit den energiereichen Alpha-Strahlen des Thorium-C'. Dann hat man aber immer als Begleitung eine Riesenmenge Beta- und Gamma-Strahler. Nun, ich habe mir das alles angeschaut, habe sofort erkannt, worauf es ankam, ging zu Gerzen runter, ließ mich unterrichten, was das alles ist, wenn ich was nicht verstanden habe, und merkte sehr rasch, also, dass dieser Kindersarg ein Verstärker ist, aber mit großen Nachteilen. Die Endröhren waren viel zu schwach. Nun muss ich nachtragen. Ich habe in meiner Jugend, vor ich studiert habe, Radio gebastelt und Kurzwellenempfänger und alles gemacht und kannte mich da aus und wusste, also an dem Verstärker ist etwas nicht optimal.
Aber Geiger hatte mir gesagt, also dieser Verstärker ist eine Kostbarkeit, die hat mir ein Kollege sowieso gemacht und da dürfen Sie keinen Finger dran rühren. In meiner Begeisterung, ich merkte sofort, also die Endröhre ist zu schwach und am Eingang ist ein Gitter, ein Kondensator, ich komme gar nicht ans Gitter ran. Dann dachte ich, also nimmst du mal den Kondensator am Eingang weg, dass du direkt ans Gitter kannst und mach den Deckel auf und stand mit dem Lötkolben da. In dem Moment kam Geiger herein, bekam einen roten Kopf, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, ach, diese jungen Leute, die haben auch vor gar nichts Respekt. Und dann fiel mir ein, um Gottes Willen, das hätte ich ja nicht gedurft. Gesagt, also ich mache alles, wie es war und bitte nur darum, einen neuen Verstärker zu machen zu dürfen. Er sagte, das können Sie doch gar nicht. Ich sagte, doch, das geht. Notfalls bringe ich ihn von zu Hause mit. Und dann war er doch etwas erstaunt und ich habe ihm auseinandergesetzt, was ich vorhabe. Und sein Zorn legte es sich und ich durfte nachher sogar den Verstärker so bauen, dass er ein Relais betätigen konnte, man automatisch zählen konnte. Und die Zeitkonstanten konnte ich so wählen, dass ich die Gammastrahlen unterdrücken konnte. Es war also alles bestens und ich konnte in kurzer Zeit meine Doktorarbeit fertig machen. Und Geiger war offensichtlich mit mir zufrieden, denn er nahm mich dann Ende 36 mit nach Berlin. Nun, das Gebiet war ja damals immer noch die Radioaktivität und war eigentlich ein nicht anerkanntes Gebiet. Wie ich nach Berlin kam und dort viele Freunde vorfahren, die in der Industrie arbeiteten. Es war politisch natürlich eine traurige Zeit, aber sie hatte ein Positives, sie drückte die Menschen zusammen. Man musste sich ja gegenseitig helfen. Durch die Zensur war man von der ausländischen Literatur abgeschnitten. Aber untereinander konnte man alle Erfahrungen austauschen. Und es gab einen Freundeskreis, einen ziemlich umfassenden, und der natürlich so praktisch alle Physiker auch in der Industrie, wie ist es so schön, Siemens, AEG und Borsig, wer euch nicht kennt, der hat es noch vor sich. Ne? Aber es gab noch andere, Telefunken, Osram. Und ich lernte dort alle die Physiker kennen. Und da fragte ich mal, sagen Sie mal, freuen Sie sich, dass Geiger hierher kam und der Nachfolger von Gustav Hertz wurde? Und dann hieß es, ja, also wir persönlich finden das sehr nett, aber im Großen und Ganzen ist die Meinung, dass das eine Fehlbesetzung ist. So ein esoterisches Gebiet wie die Radioaktivität gehört doch nicht an eine technische Hochschule, wo wir die Großindustrie praktisch des ganzen Reiches konzentriert haben. Nun, ein paar Jahre später, die Donnerschläge von Hiroshima und Nagasaki haben gezeigt, dass dieses Gebiet leider Gottes nicht so esoterisch ist, sondern im Gegenteil Eingriffe in das Weltgeschehen hervorgerufen hat, wie vordem wohl keine naturwissenschaftliche Erkenntnis. Nun, in meiner Berliner Zeit, von der ich jetzt erzählen will, will ich diese Zeit, also 1938, herausgreifen. Hahn hatte eine Arbeit gemacht, natürlich, oder in einer Arbeit, muss ich sagen, geschrieben, dass bei der Anlagerung von Neutronen an Uran Radium entsteht. Nun, das wurde zur Kenntnis genommen. Und ich habe zu Geiger gesagt, ob ich nicht auch auf diesem Gebiet arbeiten dürfte und ob man nicht den Chemieraum dafür ein bisschen herrichten könnte, sagte Geiger, auf keinen Fall.
Sie versauen mir das ganze Institut radioaktiv und ich kann die Höhenstrahlenarbeiten, die laufen, dann nicht mehr unterhalten. Und naja, das leuchtete mir ein. Aber ich sagte, diese Arbeit von Hahn, da brauche ich keine Chemie, die muss ich physikalisch nachvollziehen können. Ich brauche nur ganz reines, frisch gefälltes Uran. Und da sagte Hahn, ja, das kriegen Sie vom Hahn. Ich rufe ihn an. Hahn und Geiger waren eng befreundet, denn sie waren ja beide lange Mitarbeiter bei Rutherford. Na, und so kam ich, ich war früher schon öfter bei Hahn, war dort gern gesehen, denn ich kam ja aus dem Geigerschen Institut. Das war der Zählrohrgeiger und das Hauptwerkzeug von Hahn war natürlich das Zählrohr, mit dem er seine radioaktiven Substanzen untersuchte. Nun, ich hatte folgende Überlegungen gemacht. Wenn da Radium entsteht, Radium hat die Ordnungszahl 88, Uran 92. Um von 92 auf 88 zu kommen, braucht es mindestens zwei Alpha-Zerfälle. Da diese Substanz des Radiums sofort da ist, müssen diese Alpha-Zerfälle ganz kurzlebig sein. Nach der Geiger-Natthal-Beziehung heißt es aber, ganz kurze Halbwertszeit, das heißt große Alpha-Strahlenenergie. Nun, die kann ich nachweisen in Gegenwart von Uran. Ich habe mir also ein Proportionalzählrohr gemacht, es innen mit Uran beschichtet und dann eine Aluminiumfolie darüber, gerade so dick, dass die Alpha-Strahlen des Urans nicht herauskamen. Wenn man jetzt mit Neutronen die von Hahn angegebene Erzeugung von Radium nachweisen will, müssen da Alpha-Strahlen erscheinen, die durch die Aluminiumfolie durchkommen. Und ich habe das gemacht, alles aufgebaut und nichts kam. Naja, dann habe ich gesagt, also zu Geiger, schade, aber was kann ich denn da falsch gemacht haben? Sagte Geiger, gehen Sie zum Hahn und erzählen Sie ihm das. Und ich kam zu Hahn, aber offensichtlich von Geiger angemeldet. Und Hahn sagte, ah, endlich mal ein Physiker, der auch nicht an das Radium glaubt. Ne? Dann wollte ich ihm auseinandersetzen, warum ich nicht glaube. Dann sagt er, das ist Physik, davon verstehe ich nichts, gehen Sie rauf zu Lise. Und also Lise meinte er, die Lise Meitner, seine Mitarbeiterin, mit der er schon seit ja, nahezu dem Jahr 1900 zusammenarbeitete. Nun, ich ging also rauf, erzählte Lise Meitner, vor der ich eine ungeheure Hochachtung hatte, und zwar deswegen, sie hatte im Jahre 26 schon nachgewiesen, dass die Beta-Linien nicht direkt vom Kern, stammen, sondern Sekundärerscheinungen der Gammastrahlen sind und hat zeigen können, dass bei einem radioaktiven Zerfall diese Elektronen von den Gammastrahlen schon aus dem fertigen Endkern herauskommen und nicht aus dem Ausgangskern. Und dies also beeindruckte mich so, diese Präzision, dass ich dachte, also nie hätte ich in meinem Leben das geschafft. Auch mein Lehrer Geiger hätte das nicht geschafft. Nun, ich ging also rauf und Frau Meitner war beinahe ein bisschen gelangweilt und sagte, ja, ich weiß, ich kenne das Problem, gehen Sie runter zu meinem Mitarbeiter von Droste, der macht genau dasselbe Experiment, nicht? Und der weiß darüber genauso viel wie ich. Und ich ging runter zu von Droste und sagte, aber warum ist denn die Lise heute so komisch? Und ich sagte, was, Sie kommen von der Lise? Die war schon seit 14 Tagen bei keinem von uns mehr. Die spricht gar nicht mehr mit uns. Ja, was ist denn? Na, es stellte sich heraus, am nächsten oder übernächsten Tag, Lise Meitner war Jüdin, aber als Wienerin Österreicherin. Durch die Annexion von Österreich ist die österreichische Staatsangehörigkeit, die sie bisher beschützt hat, weggefallen und sie drohte also in die Mühle der Rassengesetze zu kommen. Aber dank einem mutigen
niederländischen Kollegen, der hat sie über die Grenze gebracht und sie konnte nach Stockholm gehen, zu Siegbahn und dort einen Arbeitsplatz finden. Nun, das hat mich dann doch sehr beeindruckt. Und es vergingen dann mehrere Monate, in denen ich nicht arbeiten konnte, weil ich eingezogen wurde. Es war die Tschechenkrise und ich erlebte plötzlich in einem Train als Lastwagenfahrer den Einmarsch in die Tschechei. Es kam das Münchner Abkommen. Na, heute würde ich sagen, ein Unglück, denn durch die Nachgiebigkeit der Welt gegenüber Hitler ist es zum Weltkrieg gekommen. Aber wie ich die Fortifikationen gesehen habe, gegen die wir hätten da anfahren sollen, war ich doch sehr froh über das Münchner Abkommen und sprach dem Pilsner Bier zu, dass es da eine wunderbare Qualität gab. Und wie ich dann zurückkam, hatte ich natürlich die Sache mit Hahn vergessen. Aber nach den Weihnachtsferien sagte mir Geiger, Hahn hat publiziert, dass das Radium gar nicht Radium ist, sondern Barium. Das, wie kann das in der Mitte des periodischen Systems ein Element entstehen? Das passte einfach nicht in das Bild der Physik. Denn zum Bild der Physik gehörte, dass ein Kern, man wusste, die Kernkräfte sind so groß, millionenmal größer als die Kräfte zwischen den Atomen eines Moleküls. Man hatte sich den Kern vorgestellt als absolut starres, sprödes Gebilde. Und die Reaktionen, die man machen konnte, waren nur Oberflächenreaktionen. Also man hat ein Alpha-Teilchen hereingeschossen und einen anderen Splitter, ein Proton herausgeworfen und das Alpha-Teilchen ist hängen geblieben. Nun, ich habe mit Geiger diskutiert und wir waren uns klar, also wenn das Barium herauskommt mit so hoher Ordnungszahl und ein gleich großer anderer Kern entsteht, dann ist die Coulomb-Abstoßung doch so groß, dass die Energie in der Größenordnung von 100 oder noch mehr Millionen E-Volt sein muss. Ja, das muss ich nachweisen lassen. Ich ging sofort an meine Apparatur, die zum Glück noch aufgebaut war, machte das Zählrohr auf, nahm die Folie heraus, klebte wieder alles zusammen und schaltete ein und stellte die Verstärkung so ein, dass die Alpha-Strahlen des Urans so einen Rauschuntergrund gaben. Und sie und da, ab und zu kam ein dicker Peak. Na, ich dachte, naja, das sind Störungen oder sowas Massives gibt es ja gar nicht. Hab die Neutronenquelle weggenommen, war es weg, die Neutronenquelle her. Das Paraffin variiert, also die Sache war echt. Ich konnte die Größen am Oszillographen ausmessen und sah, dass die Teilchenenergien in der Größenordnung von 100 MeV hatten. Und ich war also verblüfft, holte den Geiger und alle Kollegen und wir haben uns dieses Schauspiel angeschaut. Zum ersten Mal eine Kernreaktion mit Energien, die die normalen Umwandlungsenergien um Faktor 20 überstiegen. Nun, ich fing dann an, das systematisch zu untersuchen. Diese Empfehlung hat mir Geiger gegeben. War auch vollkommen richtig und ich war mir klar, dass ich natürlich nicht der Erste war, der, sag mal, dieses Erlebnis hatte. Von Droste hat es natürlich schon ein paar Tage vorher erfahren und seine Folie weggenommen und wohl als Erster hat dieses Experiment Robert Otto Frisch gemacht. Und zwar deshalb, Hahn hatte der Lise Meitner nach Stockholm das Manuskript, das er der Zeitschrift eingereicht hat, geschickt. Und Lise Meitner wusste das und sie traf sich mit ihrem Neffen Robert Otto Frisch an der Westküste von Schweden an Weihnachten und erzählte ihr das. Und Frisch sagte, das ist ja Wahnsinn, gibt's nicht. Aber die Lise Meitner sagte, ich kenne den Hahn, der täuscht sich nicht.
Wenn er als Chemiker sagt, es ist Barium, ist es Barium. Und dann haben sie also diskutiert und fanden, dass es doch sein könnte, kamen dann auch drauf auf die großen Energien. Und Frisch ging zurück, er arbeitete in Kopenhagen, er musste ja auch aus rassischen Gründen das Land verlassen. Und siehe da, er fand das und Niels Bohr war gerade auf einer Amerikareise, hat dann die Neuigkeit in die USA rübergebracht. Und so ging das also im Handumdrehen. Das weiß man gar nicht mehr, wer als erster wirklich, als erster Physiker sozusagen das Experiment in der Hand hatte. Nun, ich habe dann schön ordnungsgemäß alles ausgemessen und konnte zeigen, wirklich zeigen, dass es da zwei Gruppen gibt. Aber inzwischen war schon der Verdacht aufgetreten, dass wenn ein solcher Kern auseinanderbricht, dass ja dann unter Umständen mehrere Neutronen absplittern. Und zwar deswegen, der Neutronenüberschuss nimmt ja zu, je weiter man nach oben kommt. Und wenn man den neutronenreichen Urankern in mittelschwere Kerne zerlegt, hat man einen Neutronenüberschuss. Und dieser Neutronenüberschuss, ja, also da gab es Ernst Szilard, der hatte schon mal die Behauptung aufgestellt, aber wahrscheinlich sarkastisch gemeint. Eine technische Nutzung der Kernenergie ist überhaupt erst möglich, wenn es gelingt, eine Reaktion zu finden, wo ein Neutron zwei Neutronen machen kann. Und sarkastisch deswegen, denn man wusste, dass die Neutronen gebunden sind mit einer Energie von im Mittel 6 bis 8 MeV. Und wenn man irgendwo ein Neutron hat, wird das von Kernen eingefangen, auch wenn der Kern nachher gar nicht stabil ist. Aber dass das Neutron ein weiteres herausschlägt, das ist undenkbar. Nun, diese sarkastische Bemerkung hat er gemacht, weil 1937 oder 36, also kurz vor seinem Tod, Rutherford geschrieben hat, ja, die Hoffnung, jemals die Energie in den Kernen technisch nutzbar zu machen, müsste man für alle Zeiten begraben. Und zwar deshalb, wenn eine solche Reaktion auftritt, die Teilchen, die herauskommen, verlieren ihre Energie in den Elektronenhüllen sofort und haben keine Chancen, in den Kernen wieder neue Reaktionen auszulösen. Nun, mit der Spaltung war plötzlich es denkt möglich, dass es eine solche Kettenreaktion gibt. Überall wurde versucht, das natürlich zu messen, aber es stellte sich heraus, endgültig kann man das nur entscheiden, in einem Großversuch, der so groß ist, dass die Neutronenvermehrung wirklich nachzuweisen ist. Und das ist Fermi in der Tat in Chicago im Jahre 1942, also mitten im Krieg, gelungen. Das Erstaunliche ist, die Geheimhaltung hat derart gut funktioniert, es war ja während der Kriegszeit, dass in Deutschland meines Wissens kein Kollege erfahren hat, dass die Kettenreaktion wirklich in den USA schon gelaufen ist. Heisenberg hatte eine komplette Theorie, die stimmte bis aufs Letzte, über die Kettenreaktion. Und man hat natürlich Versuche gemacht und die Amerikaner, und zwar wusste man, man braucht einen Moderator, der möglichst rasch die Neutronen verlangsamt, damit sie vom Uran eingefangen werden können, und zwar als thermische Neutronen. Man musste sie sozusagen an einer Resonanzstelle des Urans vorbeimogeln, weil alles, was in die Resonanzstelle fiel, das lieferte ein Uran-93-Kern, aber keine Spaltung. Na, kurzum, die Sache ging, und Sie kennen ja alle dann die schlimme militärische Verwendung, und
Ich muss gestehen, wie ich hörte, dass Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, dachte ich als erstes, das ist ein Bluff. Das kann nicht sein, dass das eine Atombombe ist, denn in so kurzer Zeit kann man das unmöglich schaffen. Und später, als ich dann ein paar Jahre später die USA besichtigen konnte, und man zeigte mir, welcher Aufwand da gemacht wurde, dann war ich richtig erschlagen. Nun, wir deutschen Physiker waren in der glücklichen Lage, dass wir gar nichts dazu beitragen mussten, um die Herstellung einer Atombombe zu drücken. Es wäre bei uns nicht möglich gewesen. Der Stromaufwand für die Isotopentrennanlage, die Atombombe kann nur mit getrennten Isotopen gemacht werden, war größer als das Stromaufkommen des Deutschen Reiches. Also das war nicht zu schaffen. Nun, ich will über diese Zeit nicht allzu viel reden. Denn Krieg, als mutiger Mensch, bin ich natürlich wie die Russen bei den Vorortzügen waren, aus Berlin fort und nach Süddeutschland und saß in Tübingen auf einer Arztstelle in der Frauenklinik und habe dort die Röntgenanlagen wieder frisch geeicht und sogar über Krebs gearbeitet und sogar eine Arbeit darüber gemacht, von der ich heute weiß, dass sie richtig war. Und Herr Lettré, der sozusagen der Herausgeber für das entsprechende Journal war, hätte sie sogar publiziert, sogar gerne publiziert, aber ich wollte sie nur dann publiziert haben, wenn ein riesiger Bericht von einem Mediziner über die Heilerfolge mitpubliziert wird. Dem verdankte ich nämlich die ganzen Unterlagen. Und das wollte Herr Lettré nicht. Nun, aber das hat mir immerhin die Bekanntschaft und eine gewisse Freundschaft mit K.H. Bauer eingetragen. Und so bin ich auch ein bisschen mit dem Krebsforschungszentrum also befasst worden. Nun, aber im Jahre 1946 habe ich also erfahren, dass Heisenberg, Hahn, Laue und so weiter alle wieder zurück sind. Und ich habe sie habe dem Hahn geschrieben, dass, wenn er irgendwo ein Laboratorium wieder aufbaut, ich gerne bei ihm arbeiten würde. Und er hat dann das dem Heisenberg weitergegeben und so bin ich zu Heisenberg gekommen und war bei Heisenberg. Und dort bei Heisenberg habe ich dann öfter den Jensen getroffen. Und nur zum Abschluss, also noch kurz, mit Jensen zusammen konnte ich eine Arbeit machen, die die Kernphysik doch etwas beeinflusst hat und wohl einige hundert oder vielleicht sogar tausend andere Arbeiten nach sich gezogen hat. Und das war die Arbeit über das Schalenmodell. Ich selber bin ja groß geworden mit den leichten Atomen und wusste, dass es dort gewisse Geheimnisse gibt. Das, was mich verblüfft hat, war Folgendes. Ich habe hier aufgetragen das Atomgewicht und hier aufgetragen die Bindungsenergien pro Nukleon. Und da sieht man, na, da gibt es das Helium, eine riesige Bindungsenergie. Aber es ist nicht möglich, an das Helium ein Proton und ein Neutron anzuhängen. Das Helium will eben kein weiteres Nukleon haben. Das nächste, was es gibt, ist dann schon das Lithium und das Lithium 6 und 7, dann Beryllium und dann gibt es kein Atom mit der Masse 8. Und dann wusste ich von hier, von da zum Kohlenstoff, vom Beryllium zum Kohlenstoff, ist ein Riesensprung. Also Beryllium ein ganz labiles Gebilde, Kohlenstoff ein ganz stabiles. Und dann sieht man immer, wenn man eine Heliumeinheit weitergibt, dann sind die Kerne wieder stabil. Nun, ich habe da so ein bisschen rumgedacht,
was das alles sein konnte, bin aber nie auf einen grünen Zweig gekommen und habe dann so ein bisschen Zahlenspielereien gemacht. Und zwar habe ich Folgendes gemacht: Wenn man so die Zahlen 2, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 bis 10, aber jetzt in der umgekehrten Reihenfolge anschreibt wie hier. Ne? Und man macht Folgendes, man nimmt 2 und nimmt diese 4 dazu. Dann kommt man auf den stabilen Kern 6, den Kohlenstoffkern. Wenn man hier auch das 6 nimmt, dann kommt man zu 14. Das ist der Siliziumkern, sehr häufiger und wie ich wusste, sehr stabiler Kern. Dann, wenn man weitermacht, kommt man zu 28. Das war was Unbekanntes. Aber dann kam 50 heraus, 82, 126. Und das sind die sogenannten magischen Zahlen, die in der Literatur schon aufgefallen waren, denn man wusste, dass mindestens bei diesen beiden eine besondere Stabilität eintritt, und zwar deswegen, wenn man 82 Protonen und 126 Neutronen hat, das ist der Kern Blei 208, da ist der Massendefekt, das heißt die Bindungsenergie, am größten. Und im Laborjargon hat man da schon von Heisenberg gesprochen. Naja, ich ging mit meinen Überlegungen zum Heisenberg, der war ja mein Chef. Aber ich habe mich geniert, diese Zahlenmystik da zu zeigen, was sicher ein Fehler war. Und Heisenberg sagte mir, Sie wollen wohl, dass ich wortbrüchig werde. Wieso wortbrüchig? Ich habe mir geschworen, darüber nicht mehr zu arbeiten, denn viele hundert, wenn nicht noch mehr Stunden habe ich damit verbracht, ohne Erfolg. Dann habe ich gesagt, damit wollen Sie sagen, ich soll die Finger davon lassen und das begraben. Sagt er, nein, um Gottes Willen, gerade umgekehrt. Sie müssen es machen. Ich weiß ja nur, dass ich nicht weiterkomme, aber was anderes vielleicht. Naja, ich war also dann doch enttäuscht. Aber Jensen kam um diese Zeit oft von Hannover rüber und hat dann den Süß mitgebracht. Und eines Tages habe ich dem Süß so das gezeigt und ihm meine Verlängerung der magischen Zahlen gezeigt. Und er war sofort begeistert. Süß wollte nämlich die Goldschmidtschen Häufigkeiten sozusagen der Elemente verbessern. Und er sagte, wenn die Kernphysiker recht haben, dass in den Kernen die Protonen und die Neutronen gleichberechtigt sind, dann muss doch, wenn ich die Isotopen nehme, dann ist es so, es gibt ein Isotop, das ist am häufigsten, dann nimmt die Häufigkeit nach beiden Seiten ab. Und das muss auch gelten, wenn ich Kerne gleicher Neutronenzahl nehme. Es muss eine Neutronenzahl geben, das ist am häufigsten und dann nimmt es ab. Und so muss ich die Elementhäufigkeiten vergleichen können. Aber damit hat er also eine Pleite erlebt, das hat nicht funktioniert. Und es hat immer dann nicht funktioniert, wenn diese magischen Zahlen hereinkamen. Und der Süß hat dann den Jensen bearbeitet. Und dem Jensen, ich habe ihn kennengelernt schon während des Krieges, und ich wusste, dass er ein bisschen borstig ist und alles mal zunächst unter den Tisch schmeißt und sagt, das ist ja Quatsch. Ne? Und ich habe ihm das vorgelegt. Und er guckt sich das so an und war verblüfft. Und das nächste Mal kam er wieder und sagte, jetzt weiß ich das Geheimnis. Und er hatte die Spin-Bahn-Kopplung entdeckt und schließlich ein solches Niveauschema. Also zunächst nur zwei. Das habe ich wohl verkehrt rum. Ne? So, ja. Zwei, dann der Drehimpuls L gleich 1, da kann man 6 Einstellungen nehmen. Aber 4 Einstellungen sind solche, wo Spin und Bahn parallel sind und 2 solche, wo Spin und Bahn antiparallel sind. Und er musste jetzt die Ad-hoc-Annahme machen,
dass in den Kernen diejenigen am stärksten gebunden sind, wo Spin und Bahn parallel gestellt sind und viel schwächer gebunden, wenn es so ist. Eine verrückte Vorstellung, denn in der Elektronenhülle ist es genau umgekehrt. Und dann die Spin-Bahn-Wechselwirkung in der Hülle ist sie durch die elektromagnetischen Kräfte gegeben. Größenordnung von Millivolt und jetzt Millionen Volt. Also für mich war das keine Lösung, aber mathematisch war das zu machen und man konnte damit rechnen. Und ich habe mich dann so weitgehend aus dem Geschäft zurückgezogen, hatte aber dem Jensen schon gesagt, dass der Joe Meyer, das ist der Mann von der Maria Göppert-Meyer, mal bei mir war, an meinem Schreibtisch saß und sagt, also bei Ihnen sieht es aus wie bei meiner Frau. Genau dasselbe Geschmier und dieselben Zahlen, die Sie drin haben. Und dann habe ich dem Jensen gesagt, also die Maria Göppert-Meyer arbeitet auch auf dem Gebiet. Aber sie kam von einer ganz anderen Seite her. Sie arbeitete bei Fermi. Und Fermi hatte zu Göppert-Meyer gesagt, schauen Sie doch mal nach, ob es nicht einen Spin-Bahn-Effekt auch bei den Kernen gibt. Und sie hat nachgeschaut und kam natürlich auf dasselbe Zahlenschema, das ich hatte, und die Überlegungen, die nachher Jensen angestellt hat. Nun, Jensen fuhr dann rüber in die USA und hat sich mit Maria Göppert-Meyer befreundet und die haben das dann wirklich systematisch durchgearbeitet und sozusagen das Schalenmodell des Atomkerns auf die Beine gestellt. Nun, man würde jetzt denken, da hat es Prioritätsstreitigkeiten gegeben. Dem war aber gar nicht so. Es war schon also doch eine gewisse Zeit nach dem Weltkrieg, aber die Kriegswirren wirkten immer noch nach. Und zwar war es so, die Maria Meyer hatte das, was wir gefunden hatten, schon fertig und wollte es publizieren. Das fiel aber noch unter die Geheimhaltung. Dann kam zum Glück ein amerikanischer Kollege und sah, dass wir auch das haben, sagt, ha, das publizieren wir und dann wird es sofort freigegeben. Und so kommt es, dass wir zwar ein paar Seiten früher das publiziert haben als Maria Göppert-Meyer. Im Grunde genommen war aber die Maria Göppert-Meyer schon vorher da. Es waren rein technische Gründe, dass sie später publizieren konnte. Also diese Nachwirkungen gab es immer noch. Ja, damit will ich meinen Bericht beenden, denn ich sagte ja, ich berichte nur über die Entstehung des Kernmodells. Und ja, ach ja, ich habe ja vorher gesagt, es kommt auch darauf an, dass man nicht nur die Natur untersucht, sondern auch den richtigen Menschen findet. Nun, ich will hier ein paar Bilder zeigen. Das ist ein Bild von meinem Lehrer Hans Geiger, der den Krieg zwar überlebt hat, aber doch im Jahre 1945 starb, praktisch verhungert. Er hat eben diese Nachkriegsschwierigkeiten nicht überleben können. Und hier habe ich die ganze radioaktive Familie beisammen. Das ist, dies hier ist mein Lehrer Geiger und das ist seine Frau. Das hier ist Chadwick, von dem ich gesprochen habe, der Entdecker des Neutrons und der als erster die Kernladungszahl sozusagen roh herausgearbeitet hat. Und sich als Schüler von Geiger fühlte, mit Geiger 1913 an die damalige Reichsanstalt ging und dort das kontinuierliche Beta-Spektrum entdeckt hat. Leider ist er dann bei Kriegsausbruch
interniert worden, konnte aber trotzdem noch wissenschaftlich weiterarbeiten. Das hier ist Hevesi. Er war lange Zeit in Freiburg und er gehörte auch zu den Schülern von Lord Rutherford hier. Er war derjenige, der sich mit den Edelgasen am besten auskannte. Hier, das ist Lise Meitner und das hier ist Otto Hahn und das hier ist ein, das ist Stefan Meyer, ein österreichischer Physiker und das ist Cipram, auch aus Österreich, die alle irgendwann mal mit Rutherford zusammengearbeitet haben und hier wohl im Zusammenhang mit einer Tagung hier im Garten seines Hauses zusammensaßen. Na, dann habe ich hier noch die Menschen, mit denen ich viel zu tun hatte, meine Heidelberger Kollegen, hier Jensen und hier Bothe, dessen Werke ich nicht besonders erwähnt habe, weil ich annehme, dass Herr Meyer-Leibniz, der ja auch hier vortragen wird, über Bothe etwas sagen wird und es soll es keine Duplizierungen geben. Nun, ich habe vorher gesagt, warum ich diese Selektion aus der Chronik herausgenommen habe, also wie ich es erlebte. Ich wollte Ihnen zeigen, dass das auf Umwegen geht. Und warum ich das machen wollte, will ich kurz noch begründen. Es ist mir mehrmals in meinem Leben passiert, dass wenn ich mit Kollegen aus der geisteswissenschaftlichen Fakultät, aber solchen, die ich hoch verehre und von denen ich weiß, dass sie große Denker sind, diskutiert habe, ich öfters die Frage zu hören bekam, sagen Sie mal, der Otto Hahn war doch ein großer Mann und auch ein grundanständiger Mann. Wenn der die menschliche Größe besessen hätte, seine Entdeckung zurückzuhalten, er hätte uns Hiroshima und Nagasaki erspart und das Leben in dieser von Atomangst gefüllten Welt. Nun, nachdem ich es Ihnen erzählt habe, wie es sich entwickelt hat, werden Sie verstehen, dass meine innerliche Reaktion natürlich ein lautes Lachen ist, nicht? Über diese Weltfremdheit. Aber dasselbe erlebte ich natürlich in noch viel stärkerem Maße bei Gesprächspartnern aus dem Gebiet der Literatur und erst recht der Kunst, sodass ich mir Gedanken gemacht habe, was ist da die Ursache für diese Realitätsferne dieser doch überwiegenden Bevölkerungskreise. Und ich glaube, das ist ein ganz einfacher Grund, den man nachempfinden kann. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon mal das Buch von dem englischen Schriftsteller C.P. Snow gelesen, die zwei Kulturen, die nebeneinander leben, die naturwissenschaftliche Kultur und die geisteswissenschaftliche. Und zwischen ihnen gibt es unüberbrückbare Kommunikationsschwierigkeiten. Und woher kommt das? Nun, so etwas, eine, sagen wir mal, neue Erkenntnis zurückzuhalten und wieder auszulöschen, gibt es in der Naturwissenschaft, gibt es in den Geisteswissenschaften, in der Kunst. Haben Sie ein Gemälde, eine Skulptur oder einen Roman, die anstößig sind, können Sie das Gemälde kaputt machen, die Skulptur, den Roman einstampfen, dann ist er weg. Wenn Sie ein Gesetz gemacht von den Juristen, wenn sich herausstellt, das ist nicht mehr ganz opportun, gut, dann kann es kassiert werden oder verändert werden. Nichts passiert. Ganz anders bei einem Naturgesetz. Das können Sie, also das juristische Gesetz, können Sie, wenn Sie sich nicht erwischen lassen, sogar verletzen. Ein Naturgesetz, da dürfen Sie sich erwischen lassen, können Sie nicht verletzen, ist unverletzbar. Und eine naturwissenschaftliche Erkenntnis, wenn sie einmal in einem Gehirn
entstanden ist und, sagen wir mal, in eine vernünftige Sprache gebracht wird, wird von anderen Gehirnen aufgenommen. Und wenn daraus gar eine technische Nutzanwendung möglich ist, die das Leben der Menschheit oder auch nur eines kleinen Menschenkreises verbessert, dann gibt es eine Eigendynamik. Diese Entwicklung wird gemacht, auf Teufel komm raus, und die können Sie nicht aufhalten. Das hat angefangen mit der Erfindung des Feuers, der Steinaxt, der Bronze, des Eisens und soweit wir zurückverfolgen können. Nun würde man sagen, schön, das nimmt man hin. Und leider ist es auch die Einstellung der Naturwissenschaftler, das nimmt man hin. Und wenn ich nochmal zu leben hätte oder 20 Jahre jünger wäre, also 60, dann würde ich mich verpflichtet fühlen, hier aktiv zu werden. Denn das darf man nicht so gehen lassen. Und zwar aus folgendem Grunde. Unsere Medienschaffenden nehmen ihr geistiges Fundament aus den Geisteswissenschaften. Und diese Medienschaffenden machen die öffentliche Meinung. Und diese öffentliche Meinung bestimmt letztlich unsere Politiker, denn sie wollen ja gewählt werden. Und das hat zur Folge, dass laufend diese Spannung zwischen der naturwissenschaftlichen Gruppe, also Kultur, und der geisteswissenschaftlichen immer weiter auseinanderklafft und damit leider auch politische Fehlentscheidungen getroffen werden, die unsere physische Zukunft gefährden. Das darf nicht sein und dagegen muss man arbeiten. Und das kann man nur von Seiten der Naturwissenschaften aus, indem man versucht, mit den Geisteswissenschaften in Gespräch zu kommen und diese Informationskluft zu übersteigen. Und dazu wollte ich mit meinen Erinnerungen ein bisschen beigetragen haben. Ich danke, dass Sie mir so lange zugehört haben. Wir haben noch nie so viele Leute gehabt, noch nie solchen Applaus.